Hey Leute, am Freitag erscheint das neue Album von Bring Me the Horizon, That's the Spirit. Und wir haben unsere Box schon mal da und machen jetzt einfach mal ein Unpacking und schauen, was da drin ist. Das ist die Box. Die fühlt sich ziemlich stabil und wertig an. Also ist wirklich ein schickes Teil, auch fürs Regal. Man sieht so ganz leicht den Regenschirm vorne als Cover und wir gucken einfach mal rein. Innen drin ziemlich schön bunt gemacht, das hat man vorher ja schon gesehen. Und in unserer Box findet ihr den Schlüsselanhänger, den schauen wir gleich an, das Album, ein Poster, diese Postkarten und ein Sticker. Wir fangen Sticker ganz einfach im Regenschirmdesign, habt ihr sicherlich vorher auf Instagram mitbekommen. Die Box legen wir mal zur Seite und wir fangen einfach mal mit den Postkarten an. Das sind insgesamt drei Postkarten, einmal Throne, Happy Song und noch einmal im Albumdesign. Schicke Teile kann man sich ins Regal stellen. Das Poster könnt ihr euch an die Wand machen. Da ist die Band drauf. Ja, genau. Dann hat man sie nochmal in voller Pracht. Dann vermutlich das Schmuckstück der Box. Das ist der Schlüsselanhänger. Der ist wirklich ziemlich schön geworden. Gucken wir mal rein. Ja, genau, ist aus festem Metall, also der macht auch einiges mit und macht sich dann sicherlich gut an einem Schlüsselband oder an der Hose, wo auch immer ihr das hinhängt. Ziemlich schickes Teil. Genau, ist der vom Cover. Gefällt mir eigentlich recht gut, den behalte ich bestimmt einfach dann gleich. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Herzstück der Box. Und zwar, das ist das Album, das ist das offizielle Cover, That's the Spirit. Man sieht das ein bisschen besser als den Regenschirm. Und es ist so ein Faltcover, innen drin ist wieder schön bunt, man hat hier ein Booklet mit den kompletten Lyrics drin von allen Songs. Und dann natürlich das, worauf ihr alle gewartet habt und worauf wir auch gewartet haben, die CD. Und das findet ihr alles in unserer extrem limitierten That's the Spirit Box. Die andere mit Beanie ist schon weg. Wir haben jetzt nur noch die mit dem Schlüsselanhänger. Also zugreifen.